Wie viel Wertschätzung habe ich für Jesus übrig? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Sonntagsevangelium. Wir hören heute, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. In einem Witz wird erzählt, wie ein Pfarrer mit seiner Kutsche fährt. Bei jedem Wegkreuz hebt er den Hut, um Jesus am Kreuz zu grüßen. Doch nach einigen Kilometern bemerkt der Kutscher, dass der Pfarrer nicht mehr seinen Hut hebt, wenn er bei einem Kreuz vorbeikommt. Verwundert fragt er den Pfarrer nach dem Grund. Und dieser antwortet, hier ist nicht mehr meine Pfarrei. In Polen besteht dieser wunderschöne Brauch, dass nach Weihnachten der Pfarrer all seine Pfarrangehörigen besucht. So hörte ich einmal von einer Frau, dass eine Bekannte sich die Bibel auslieh, aber nur für diesen Augenblick, wenn der Pfarrer vorbeikommt, um sie auf den Tisch legen zu können, damit der Pfarrer sieht, dass eine Bibel da ist. Ja, bei der heutigen Betrachtung berührte mich dieser Gedanke. Die Familie von Jesus sind eigentlich wir, seine Kirche. Und wie viel Ansehen hat Jesus bei uns, in meinem persönlichen Leben? Zum Beispiel jetzt in der Ferienzeit. Ist Jesus und der Sonntagsgottesdienst auch im Urlaub für mich wichtig? Sobald ich mich von meinem Wohnort entfernt habe, um auch Jesus dort in der Ferne zu danken und um seinen Segen zu bitten? Und wie sieht es mit der Bibel aus? Wenn wir die Bibel überhaupt zu Hause bei uns haben, verstaubt dieses Buch der Bücher in unserem Regal? Oder fällt es vielleicht schon fast auseinander, weil wir so eifrig darin lesen? Weil wir Jesus wertschätzen und von Jesus erfahren möchten, wie unser Leben gut gelingen kann? Jesus bietet uns seine göttliche Hilfe an. Doch wenn wir uns nicht mit Glauben und Wertschätzung an ihn wenden, kann er keine Machttaten, das heißt keine Wunder für uns vollbringen. Und noch ein letztes Beispiel von einer Konvertitin. Sie erzählte mir, dass ihre Mutter in Persien in ihrem Einkaufskorb immer Bibeln versteckt hielt, die sie heimlich an Menschen weitergab, die nach einer Begegnung mit Jesus hungerten und dürsteten. Im Buch Amos hören wir diese wunderbaren Worte. Seht, es kommen Tage, Spruch Gottes des Herrn. Da schicke ich den Hunger ins Land, doch nicht den Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach einem Wort des Herrn. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, unseres Heilands und Erlösers, an den wir ganz fest glauben, den wir lieben und anbeten. In der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, dein Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist, und setze euch frei davon. Und berge euch und eure Lieben, den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.